Wie man das Biasband macht, habe ich euch ja schon oft gezeigt. Ich habe jetzt hier ein kleines Plastikstäbchen, das ist extra dafür, für 1/8 Inch. 1/8 Inch ist ungefähr 1/2 Zentimeter. Ich schneide jetzt aber 1/4 ab, 1/4 Inch. Erstmal, das sind etwas über 3 cm. Das ist nicht so genau diesmal. Wir müssen es in der Schräge schneiden. Also wenn wir einen Stoff haben, können wir den so schräg schneiden. Hier wäre der Verlauf. Wenn ich ein großes Stück habe, nehme ich das große Stück. In unserem Fall brauchen wir kein laufendes Band machen, sondern können das einfach in 1/4 schneiden. Die Reste kann man immer noch später nehmen. Hier abschneiden, dann haben wir auch hier schön zum Abschneiden für Band. Jetzt zeige ich es euch am kleinen Stück. Ich habe jetzt 1/4 Inch abgeschnitten oder 3,2 cm. Jetzt nehme ich das Innere nach oben, das Stäbchen drauf, klappt das und nähe jetzt hier mit dem Reißverschlussfuß lang. Ich mache es mir jetzt einfach und klappe das mal doppelt und bügel das. Ich klappe das wieder auf, jetzt kann ich mein Stäbchen besser hineinlegen. Lege das hier in die Mitte, klappt das wieder zusammen und ich brauche jetzt nicht viel machen, ich nähe jetzt einfach hier lang. Die Kante spüre ich ja beim Nähen, weil das dicker ist, das ist extra so gedacht. Den Fuß muss, die Nadel muss ich natürlich verstellen, so, das geht schnell zu nähen, weil das ja immer der gleiche Abstand ist, wenn man da lang fährt. Jetzt kann man es ein bisschen abschneiden, natürlich nicht die Naht zerschneiden, dass nur knapp die Naht noch dran ist. Man kann auch eine Schere nehmen, das geht genauso gut. Jetzt drehe ich das auf den Rücken, die Naht, und bügel das schön. Das ist bügelfest, es gibt auch aus Eisen, aber da verbrennt man sich leichter. Ich drehe es jetzt also die Naht nach unten oder nach oben, wie ich es haben möchte. Jetzt habe ich ein schönes Band. Jetzt kann ich das rausziehen. Wenn es noch irgendwo rausguckt, kann ich es noch ein bisschen nachschneiden mit der Schere. Das ist alles kein Problem. Ich kann es auch so schneiden und dann erst bügeln. Das ist gerade richtig für uns. Das ist jetzt 1/8 Inch. Das ist 1/8 Inch oder 1/2 Zentimeter breit. Hier ist unser schönes Projekt. Jetzt können wir uns bunt anmalen, wie wir es denn so haben möchten. Da das ein Glasfenster darstellen soll, mit den Facetten, die aus Bleiverglasung bestehen und jetzt bei uns eben aus Stoff, soll das ein bisschen hell aussehen. Man kann einzelne Akzente ein bisschen dunkler machen, aber im Grunde ist es ziemlich hell alles. Also hellblau, hellgrün, das seht ihr ja dann noch. Man sollte nicht ins zu dunkle gehen, weil man auch die schwarzen Ränder schon hat. Das ist leicht zu erkennen. Oben ist es ja rund. Dann haben wir nur noch unten drei. Das läuft dann auch ein bisschen weiter rund. Hier seht ihr es. Das setzt sich fort. Und hier haben wir die Mitte. Das ist schon alles. 6 Blättchen. Das könnt ihr wieder kostenlos von mir haben als PDF. Jetzt kann ich das hier überlappen lassen, wenn ich möchte. Wenn ihr eine Seite ein bisschen abschneidet. Die eine Seite könnt ihr auch mit dem Rollschneider abschneiden. Das ist auch einfach. Alles ist ziemlich gerade. Dann könnt ihr so lang schneiden. Und klebt das dann hier aneinander. Das legt ihr hier drauf. Alle Seiten gerade. Ist nicht schwer. Und klebt es. Erst klebt ihr die unteren drei Blätter und dann die oberen drei Blätter. Das ist jetzt schon unsere Vorarbeit. Das war's schon. Ich lege es mal so rum, dann seht ihr mehr. Das hat jetzt die Größe. Ungefähr 40 x 80. Nicht ganz. Ich habe ja ein bisschen abgeschnitten. Es ist eine schöne Größe, kann man auch über eine Tür machen, die vielleicht ein bisschen hässlich ist. An die Wand sieht auch schön aus oder im Flur. Oder über einen Spiegel sieht es gut aus, wenn ihr so einen großen Spiegel habt.
Hier habe ich ein Reststück Dekor Bond 809 Pellon. Ich lege jetzt die stumpfe Seite nach oben. Man kann auch sogar anstückeln, wenn man will, und die Stücke vorher ein bisschen schneiden. Brauchen wir aber nicht. Schnipp, schnapp, drumherum, grob. Wer will, kann es auch viereckig oben machen. Das sehen wir erst nachher, was das für eine Idee ist, ob die gut war oder schlecht, das viereckig oben zu machen. Wir brauchen das nur zum Ausschneiden. Jetzt schneide ich es mir ab, das Schwarze. Das sind Sachen, die viele schon auch immer machen wollten. Aber meistens fehlt dann die Vorlage und es wirkt erst schwierig. Es gibt auch auf schwierigere Art zu machen. Aber jetzt in unserem Fall habe ich mir wieder was ausgedacht, dass es so schnell und einfach wie möglich geht. Die Anfänger können ja langsam machen, ist ja nichts Schlimmes. Ich klebe das noch ein bisschen fester. War ein bisschen schwach, mein Kleben. Wer will, kann auch feststecken mit Nädelchen. Das war die Vorarbeit. Jetzt schneiden wir in der Mitte von der schwarzen Linie. Einfach ratsch, ratsch, alles aus. Wir schneiden immer in der Mitte, wenn wir die treffen. So geht das jetzt weiter. Das sind unsere Teile. Und da haben wir dann ja schon dieses Beker drunter. Das können wir gut gebrauchen. Ich habe es mir jetzt festgesteckt, für alle Fälle. Das können wir in Ruhe ganz langsam machen. Da können wir uns bei hinsetzen normalerweise. Ihr kriegt ja das Kleine dabei bei dem PDF und könnt dann immer kontrollieren, wie muss es denn hin. Jedes Teil, was in einer schwarzen Umrandung ist, ist zum Beispiel ein Stück. Jetzt kann jeder sogar noch größere Stücke machen, der sich ein bisschen auskennt, könnte jetzt auch den Untergrund ganz blau machen. Alles in einer Farbe. Aber ich finde, da hat man dann gerade das nicht, was es so schön macht. Dass man kleine Abstufungen macht im Blau, das ist gerade das Schöne daran. Ich stecke jetzt also dann doch das fest, und zwar jedes Teil. Das ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für jemanden. Es ist nicht so, dass man viel Stoff braucht, nicht so viel wie bei einem Quilt oder einem großen Wandbank. Ich schneide so, dass ich gut dran komme. Jetzt kann ich hier einfach schneiden, durchschneiden. Das sind verhältnismäßig große Stücke. Jetzt habe ich schon das ganze Teil geschnitten. Jetzt denkt ihr ja, und wie gehört das zusammen? Ich werde euch Nummern draufschreiben und dann könnt ihr das alles so nachgucken. Das ist dann einfacher. So, jetzt habe ich schon die Hälfte ausgeschnitten und alles schön angenadelt, wie üblich. Jetzt können wir an die Farben denken, weil die andere Hälfte soll ja genauso werden. Natürlich kann man auch andere Farben nehmen, aber es sieht dann vielleicht ein bisschen gleichmäßiger aus. Hier ist der Vogel, die Blätter, man erkennt es auch noch. Wer sich dafür interessiert, kann sich auch Silberstoff aus einfachem Baumwollstoff färben. Das gibt manchmal ganz tolle Effekte. Wenn man den Stoff in ein kleines Gläschen steckt und zusammenknüttelt, da gibt es Bücher drüber. Könnt ihr nachgucken, wenn ihr sowas machen wollt. Auf den Vogel guckt man natürlich direkt. Ich wollte erst dunkler Blau nehmen, aber habe mich dann für das Bunte hier entschieden. Die Glasfenster sind meistens blau oder grünlich. Und wir haben ja auch noch Blätter, die auch grünlich sind. So versuche ich dann hier ziemlich rot reinzubekommen. Ich lege das also gezielt irgendwo drauf, wo es mir gefällt. Hier ist zum Beispiel blau und hier oben ist grünlich, ich hätte aber lieber rot. Das kann ich dann gleich zweifach ausschneiden und es einfach so rumdrehen, weil ich ja zwei Vögel brauche. Gelb ginge auch. Ich schneide mir dann erstmal hier diesen aus. Das mache ich mir ganz einfach. Ich habe hier das Kleben drunter und diese Nadeln sind nur mit Eisenköpfchen. Das macht auch nichts. Ich nehme das jetzt einfach mit meinem Papier dran und bügel das auf und lasse einen Zentimeter drumherum wie bei einer Applikation. Bei dem Vogel kann ich schon das abmachen, das Papier. Bei den kleinen Teilen wird es aber schwieriger, da lasse ich das drauf. Ich habe von der Rückseite gebügelt, damit ich nicht am Bügeleisen Tesafilm dran kleben habe.
Jetzt schneide ich meinen Vogel schon mal aus und lasse einen Zentimeter drumherum frei. Das kennt ihr schon von anderen Sachen. Ich mache das deshalb, weil wir so ein kleines Schrägband haben, was so schmal ist. Sonst guckt uns nachher was raus und wir wollen ja nicht die schöne Arbeit versauen. Das ist wie bei einer Applikation. Das habe ich mir extra für die Anfänger ausgedacht. Man kann es ja auch einfach nur einander stoßen lassen. Ich schneide das hier bis kurz vor dem Weißen ein in den Tälern. Dann kann ich das besser umschlagen. Hier sogar auch. Aber ich gehe nicht bis ganz ran, das reicht dann schon. Hier auch. Ich mache das überall, wo ich das denke, wo es ein bisschen rund geht. Wir können uns ja Zeit dabei lassen und ein bisschen hinsetzen. Hier habe ich schon mal Sachen ausgesucht, die gute Fensterscheiben geben. Es ist natürlich alles ein bisschen grünstichig bei mir jetzt, weil ich das meistens für Blätter nehme. Da muss ich jetzt aufpassen, dass auch alles noch gut rauskommt. Ich streiche das jetzt, was hier am Stoff ist, ein und ein bisschen über das Weiße auch gern. Das kennt ihr alles schon. Das mache ich dann mit allen Teilen. Wer es ohne das schwarze Schrägband machen will, könnte das theoretisch sogar auch machen, weil wir das so schön sauber machen wollen. Dies soll aber ein Glasfenster sein, was auch Anfänger machen können, wo nichts schief gehen kann. Zum Beispiel, dass alles aufplatzt. Wie das sein könnte, wenn wir das auf die übliche Art machen. Dadurch, dass wir das rumdrehen, ist ja nicht viel mehr Arbeit. Kann uns auch nichts aufplatzen. Ihr werdet euch wundern, was ich überhaupt meine mit dem Aufplatzen. Aber wenn ihr schon mal sowas versucht habt, wisst ihr, was ich meine. Hier ist eine sehr spitze Spitze. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Der jetzt das so machen will, wie ich es mache, braucht da nicht so aufpassen. Der kann es immer noch abschneiden. Wir können es einfach so lang dran lassen. Man kann ein Schaschlikstäbchen nehmen und das hier so rumziehen, wenn man möchte. Man kann auch einfach das gleiche hier mit einem kleinen Herz nur machen. Ich habe auch erst gedacht, ich mache was Kleineres. Aber da es auch fortgeschrittene Leute gucken, die auch mal nach Ideen gucken, habe ich mir gedacht, dann mache ich es doch. Dass es jeder machen kann, die Anfänger und die Fortgeschrittenen. Ich mache das jetzt auf jeden Fall mit dem Schwarzen. Ich kann das jetzt hier abschneiden. Wer das nur so als Applikation haben will, der lässt alles dran. Der kann die Spitze dann immer noch unterklappen, wenn er näht. Wir machen aber jetzt ein Glasfenster. Das wäre jetzt schon der Vogel. Hier handelt es sich ja natürlich dann wieder um die Rückseite. Das ist dann spiegelverkehrt. Deswegen habe ich das auch mit den Nummern besser gefunden. Und das ging auch gut, solange man die Nummer noch dran lässt. Hier beim Vogel ist es ja wirklich nicht nötig. Den sieht ja jeder, dass das ein Vogel ist. Sieht schon gut aus. Ich habe mir gedacht, dass ich vielleicht noch ein paar gelbe Perlchen drauf sticke am Schluss. Aber das sehen wir uns erst an, wenn wir soweit sind. Ich werde euch das auch noch bunt anmalen. Hier habe ich jetzt zwei Blätter, wie man hier gut sieht. Zwei Hälften, also vier halbe. Die lege ich mir jetzt hier hin, die gehören zusammen. Und jetzt kann ich sogar die Mitte schon zusammen machen. Und zwar brauche ich da nur eine Seite umklappen. In der Mitte sind auch nochmal zwei Blätter. Die werde ich dann auch zuerst machen. Und dann mich mit den Farben vortasten, dass sie heller sind als das jetzt zum Beispiel. So, das sind meine zwei Blättchen. Die kommen eigentlich hier hin. Also das ist ja dann spiegelverkehrt auf der anderen Seite. Da seht ihr die. Dann ist hier nur noch das eine Blatt und der Vogel. Alles andere und der Kamm, der wird auch in Tönen, wie ihr es mögt, gelb, orange, dass er ein bisschen abweicht. Hier außenrum kann man einen anderen Ton nehmen, ein bisschen grün mit rosa vielleicht als Rand, was das auch schön macht. Das andere ist alles blau, hier das Runde, das nehme ich dann in einer Farbe eventuell. Dann wirkt das noch als zusätzliches Muster. Hier seht ihr das. Das sieht dann hier rund dahinter aus. Das ist kein Projekt, was zu langwierig ist. Das werdet ihr noch merken. Es geht auch verhältnismäßig schnell. Eine einfache Sache ist die. Ich habe mir das nochmal ausgedruckt. Das ist dann allerdings spiegelverkehrt. Das werdet ihr merken, wenn ihr das macht. Aber ihr seht genau, hier habe ich die Blätter. Und dann brauche ich nur noch den Kamm machen. In bunten Farben, gelb, orange oder was ihr möchtet, was ihr gerade so habt.
Und alles andere, hier sind dann noch einmal Blätter und auf der anderen Seite sind noch einmal die Blätter. Alles andere ist dann ja in Blautönen oder Rosatönen. Ich habe hier zum Beispiel was, das hat mehrere Töne in sich. Das hier ist noch für die Blätter hier unten das. Dann habe ich hier noch was Zartes, das geht auch noch. Ist natürlich alles sehr grün. Ich gucke mal, ob ich noch was Blaues finde. Ihr kennt ja Glasfenster, da könnt ihr mal gucken, wie die so aussehen. Bei den kleinen Teilen mache ich es so. Hier steht jetzt 14b drauf. Dann kann überhaupt nie was verwechselt werden. Ich hebe das hoch, hier unten ist das Glänzende. Und schreibe mir mit einem Buntstift 14b drauf. Das kann man auch mit Bügeln. Dann weiß ich genau, wo es hinkommt. Vorher habe ich mir das so rum draufgelegt, mit der Oberseite, die Bügelseite nach oben. Habe mir das also jetzt hier drauf geschrieben, 14b, auf mein WK 5060 zum Beispiel oder auf das Sponderweb. Jetzt weiß ich auch, dass das auch die unglänzende Seite ist, wo ich bügel, hier die glänzende, und lege das dann auf meinen Stoff und dann kann gar nichts schief gehen. Auch wenn ich später mal verlieren würde, was war das denn, sehe ich das ja da drauf, unten drunter. Ich bügel euch mal das drauf. Hier seht ihr jetzt 14. Da weiß ich genau, wo das hinkommt, auch wenn es mir wegfliegt oder wenn Kinder was wegmachen. Das könnt ihr euch für andere Projekte auch merken. Immer gut kennzeichnen, dann wisst ihr auch nachher, wo alles hingehört. Ich bin jetzt schon so weit und habe alles hier drauf liegen. Meine Lieben, hier habe ich ein großes Vlies, das ist 2x2 Meter vielleicht. Das war um einen Sessel gewickelt. Das nehme ich jetzt zum Bekleben. Das gibt es auch überall zu kaufen, im Quiltgeschäft oder im Nähgeschäft gibt es was, was überhaupt nicht klebt. Das ist einfach ein Vlies. Da werde ich jetzt das ausschneiden nach meiner Vorlage. Da habe ich mir jetzt so ein Stück ausgeschnitten. Ich habe jetzt alles fertig gemacht. Jeder könnte es auch so nehmen, wenn er das möchte, und nur mit durchsichtigem Garn und Zickzack machen. Ich habe aber was Tolles gefunden, was ich dann dazwischen mache. Das zeige ich euch später, was zart aussieht und ein Achtelinch ist. Das sind ungefähr 4 mm, ein Achtelinch. Ich habe das teilweise hier angesteckt. Bei mir kann nicht viel passieren, weil ich alles nochmal beschriftet habe, hier hinten drauf, wie ich euch gezeigt habe. Da steht es 21. Ich mache jetzt die Lederchen ab, die hatte ich nur dran, damit mir nicht alles durcheinander fällt, wenn ich es hin und her tragen muss. Hin und her tragen nur, wenn ich keinen Platz habe auf dem Tisch. Ich ziehe das einfach jetzt mal runter, wo es ungefähr hinkommt. Auch jetzt kann ich das wieder wunderbar gebrauchen, das Doppelte, was ich ausgedruckt habe, für alle Fälle. Wieder halbiere ich die Seiten, damit ich nicht ins Durcheinander komme. Hier ist ein ganz kleines Stückchen, wie ihr seht. Das lege ich einfach hier drauf und setze dann die anderen Sachen drauf. Ich habe das mir hier festgemacht, damit es mir nicht verloren geht und ich weiß auch dann automatisch, wo es hinkommt. Das brauchen wir nicht ausschneiden, das nehme ich dann einfach so. Ich nehme jetzt die Hälfte erstmal, die andere Hälfte lege ich woanders hin, mir klebt schon was fest. Wer schlau ist, druckt sich gleich drei solche Sachen aus und hat es dann schon zusammen. Hier ist derselbe Pfahl bei einem kleinen Stück, das habe ich einfach hier dran genadelt und das. Mein weißes bedrucktes Papier lege ich unter das Vlies. Jetzt lege ich alle Stücke wieder drauf, was ich nicht brauchte, wenn ich nun drei ausgedruckt hätte. Ich nadel mir das Vlies ein bisschen an, am Rand, damit es nicht so verrutscht. Hier ist es natürlich gut, dass ich durchgucken kann und alles dann besser belegen kann. Das wird immer anstoßend gemacht. Das ist wie ein Puzzle. Es kann auch gerne überlappen, wenn es sich nicht um große Stücke handelt. Das macht bei unserem Fall nichts. So einfach geht das. Das habe ich mir selber ausgedacht. Es gibt ja Bücher über Glasfenster. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Es gibt auch fertige Fliese zu kaufen, so dünne, in allen Nähgeschäften. Wir lassen alles anstoßen. Da ist auch gar keine Ritze mehr dazwischen. Es kann ruhig eine Ritze sein, das ist auch nicht schlimm. Wer das möchte, den Untergrund in einem Stück haben, in einer Farbe, weil es einfacher geht. Der kann einfach Plastikordner nehmen, die auseinanderschneiden und durchzeichnen. Hier das Schwarze auf ein Plastik und das Plastik oben drauf legen, wie ich schon beim Applizieren auch gezeigt habe, wie man das macht.
Ich könnte es jetzt vorher so hinlegen, wie ich es auch eben gemacht habe. Hier käme dann das Vögelchen und es dann ankleben. So könnte ich das jetzt machen, hier ist das Grüne. Wenn ich möchte, kann ich das ein bisschen hochklappen, wenn es mir besser gefällt. Dann nehme ich das nächste, was hier anschließt, das wäre das. Wer möchte, kann es natürlich sogar so lassen. Natürlich muss das dann annähen mit durchsichtigem Garn. Aber das sieht natürlich schön aus, wenn das abgeteilt ist. Hier so ein kleines Bändchen hätte ich dann. Ich habe jetzt meine Teile alle zusammen. Ich habe jetzt jedes einzelne Teil angesteckt in der Mitte. Und nähe jetzt alle Teile mit einem kleinen Zickzackstich fest auf dem Vlies praktisch. Ich nähe einfach jede Ritze zu mit Zickzackstich. Das ist nur zur Sicherheit, das sieht man nachher nicht. Ich nehme einen Zickzackstich, der nur 3 mm breit ist, damit er nachher nicht rausguckt. Ich nehme jetzt durchsichtiges Garn. Klappe 4. Klappe 4. Jetzt habe ich die einzelnen Teile mit kleinem Zickzackstich und durchsichtigem Garn zusammengenäht. Jetzt schneide ich mein Vlies ab. Vom Bügeln, damit ich nicht Feuer fange. Zum Glück ist mir noch was eingefallen, wie man die Streifen einfach machen kann. Ich habe hier, auf Deutsch heißt es Velvet, das ist eine Art Kunstleder. Das ribbelt sich nicht auf. Da können wir ganz einfach die Streifen abschneiden, ohne sie zu versäubern. Ich zeige euch das mal. Jetzt ist es wichtig, von dem Velvet immer schräg zu schneiden. Das geht ganz einfach, indem wir einen 45 Grad hier auf die Ecke legen und dann hier lang schneiden. Hier ist der 45 Grad Winkel, den legen wir an die gerade Kante und erhalten so die richtige Richtung. Jetzt schneiden wir Streifen davon ab, die dadurch nicht ausfusseln. Wir brauchen einen 1/8 Inch, das sind 3 mm. Dadurch, dass wir das Velvet nehmen, brauchen wir nichts versäubern und können das einfach so auf unser Fenster kleben. Das Band können wir mit einem Urestift ankleben. Kauft deutsch! Ich streiche das mal ein, damit ihr das seht. Ich fange jetzt zum Beispiel bei einem Blatt an und lege das hier drauf. Das geht gut um die Ecke, weil es ja schräg geschnitten ist. Ich lege das genau zwischen den Teilen auf, dass es genau mittig ist. Also ich fange so an, dass ich hier immer das vorherige überkreuzen kann. Dann brauchen wir kaum was abschneiden. Ich streiche den Farben ein bisschen von der Rückseite mit Urestift ein, kauf deutsch und belege erstmal meine kleinen Teile, wenn ich kürzere Fäden habe. Und kann jetzt hier oben anfangen, im äußeren Teil, und lege das genau immer mittig auf. Das ist dann unsere Bleiverglasung. Jetzt, wenn der zu lang ist, schneide ich ihn einfach ab. Kann man nachher noch genau machen. Gut ist, wenn man an einem Stück das auflegen kann. Das könnte ich jetzt hier machen. Ich kann das ruhig ein bisschen überlappen lassen. Ich lege das genau auf meinen Zickzackstich, dass der bedeckt ist und die Seiten nicht mehr zu sehen sind. Jetzt in diesem Fall könnt ihr gut sehen, wie ich das mache, wenn ich an so eine Stelle komme, wo es überlappt. Ich schneide das kurz durch und lege das dann unter das vorherige Schrägband, so dass der Ansatz vom neuen Schrägband verdeckt ist. So klebe ich das die ganze Zeit auf. Ich nehme erst die großen Linien und lege die an und klebe sie fest, bis ich alles belegt habe. Ich arbeite mich vor und fange bei den kleinen Stücken an. Streiche das wieder ein. Klebe das zuerst. Das schneide ich dann so ab, dass es genau auf der Bruchlinie liegt. Da kommt dann das nächste drüber. Jetzt klebe ich die andere Seite. Ich klebe immer genau zwischen den zwei Stücken auf der Linie, also genau in der Mitte. Ich gucke mir jetzt genau an, denn diese Seite könnte man hier fortlaufend machen.
Da fange ich hier oben am Schnabel an und belege das. Und gehe dann hier um die Ecke und habe dann gleich dieses kleine Stück mit erfasst. Immer gucken, dass man so lange Linie wie möglich machen kann. Meine lieben sparsamen Leute, hier geht es um Stoff. Das ist der billigste Stoff, den man sich vorstellen kann. Den kann man aber nur für einen Rückenteil nehmen, was man auch nie wäscht. Also für unser Projekt können wir das nehmen. Wenn man so einen billigen Stoff hat, sollte man den nicht für ein Kinderquilt nehmen. Warum, könnt ihr euch denken? Der kann imprägniert sein mit ungesunden Sachen. Da sollte man einen echten Quiltstoff nehmen oder vorgewaschenen, nicht zu billigen Stoff, vielleicht deutschen Stoff. Hier für das Projekt ist es egal. Wenn man aber einen Wandbehang hat für sich selber und nicht für ein Baby, kann man den billigsten Stoff auch hinten nehmen und den aber vorwaschen. Sonst erlebt man eine böse Überraschung. Der kann 20% einlaufen. Und dann ist das ganze Quilt nur noch ein Knubbel. Das wollen wir ja gar nicht. Ich habe leider keinen Sprühkleber. So nehme ich einen U-Stift. Dann lege ich meine Wattierung drauf. Die falte ich in halb. Dann geht es einfacher. Es ist nur ein kleines Stück, deswegen können wir das alles so machen. Ich versuche eine gerade Seite zu finden und lege das jetzt hier drauf. Das ist Baumwollwattierung, was schön glatt wird, wenn man es für ein Wandquilt nimmt. Ich nehme die überhaupt am liebsten, weil ich ja schon alle Tagesdecken gemacht habe, die es gibt. Es ist aber auch so angenehm, aber dann ist es vielleicht was besser, wenn man es dicker macht. Aber jeder muss bedenken, je dicker und weicher, desto schwerer ist es zu quilten. Das muss man wissen. Für Babyquilts nimmt man natürlich was Weiches, wo extra draufsteht, dass es nicht ungesund ist. Ich drehe es gerade noch mal rum und gucke hier von hinten, ob es auch schön ist. Das kann man noch lange abziehen. Ich klopfe das ein bisschen an, dass es auch kleben bleibt und nicht in der Luft hängt. Desto einfacher ist es beim Quilten. Ich kann jetzt immer noch abziehen. Wenn eine Falte entstanden ist, dann lege ich meinen Oberstoff drauf. Ich habe mir eine Linie hier gezogen, eine weiße. Die ist ganz gerade. Das war wieder ein Reststoff. Dieses Velvet auf Deutsch, was wie Wildleder ist, kann man nicht gut bügeln. Es war ein bisschen knutschig. Deswegen gucke ich, hier ist eine Kante, die ich nicht rausgekriegt habe. Ich wollte es nicht zu nass machen. Ich weiß gar nicht, was es für ein Material ist. Ob Baumwolle oder nicht. Jetzt klebe ich mein Oberteil, halbiere ich das mit meinem Stift fest, wie eben. Und klappe erstmal die Hälfte um. Ich halte es schön hoch, dass es auch gerade bleibt. Ich kann jetzt hier von der Mitte ein bisschen, wie bei einer Tapete, das streichen. Der Stoff ist ja ein bisschen anders als sonst. Velvet nimmt man ja nicht alle Tage. Jetzt klappe ich die andere Seite um, die nicht angeklebte, und streiche mir die ein. Jetzt nehme ich das wieder vorsichtig hoch, fange wieder in der Mitte an. Die werden tapezieren. Streich schön glatt. Das Oberteil ist am wichtigsten. Ich gucke mal hinten, ob sich was verzogen hat. Geht so. Ich klopfe das jetzt, dass es überall anklebt. Hier unten habe ich mir eine kreide Linie gezogen, weil der Stoff nicht ganz gerade war. Da lege ich mir jetzt ein Lineal an. Es ist egal welches. Ich lege es an bei 3 Inch auf die Kreidelinie. Meine Kreidelinie habe ich nach der Ecke gerade ausgerichtet, denn hier ist die einzige gerade Seite, die Stoff, das Kantenband. Daran lege ich jetzt mein Teil, dass es einigermaßen gerade liegt, und kann das dann auch ankleben. Das nehme ich auch wieder die Mitte vorsichtig. Dann klappe ich das um. Mach das auch wieder vorsichtig, ohne es zu verziehen.
Wenn das noch ein bisschen gewellt ist, das kommt ja dann runter beim Annähen. Dann klappe ich die andere Seite um. Jetzt streiche ich die Mitte ein, zur anderen Seite hin. Gucke auf die untere Linie, dass die schön eingestrichen ist und die obere. Jetzt klappe ich das zur anderen Seite, halte meine Mitte ein bisschen fest, streiche das ein bisschen, drücke es runter. Hier habe ich jetzt einen Klecks gemacht, das ist gar nicht schlimm. Dann nimmt man ein Taschentuch und reibt es weg. Wenn es dann noch da ist, kann man ein bisschen Wasser dran machen, dann geht es auch weg. Solange das noch nicht so alt angetrocknet ist, geht alles auszuwaschen. Es ist auch, glaube ich, überhaupt auswaschbar. Das ist also nur zum Fixieren gedacht. Ich gucke, ob alles schön gerade ist. Wir dürfen aber nicht so machen wie sonst. Da seht ihr, mir war hier was schon losgegangen. Sinnvoll ist, dass man die Kanten ein bisschen feststeckt. Dann fällt es einem nicht ab. Und zwar kann man die Quilter-Sicherheitsnadel nehmen. Da sticht man sich auch nachher nicht, wenn man das unter die Maschine macht. Das stecken wir jetzt fest durch alle Lagen. Das ist nur zur Sicherheit. Wenn man gut geklebt hat, reichen einige wenige. An jeder Seite 6 Stück oder so. Ich habe meinen Stich ganz genau eingestellt. Ich habe alle möglichen ausprobiert nach der Breite und bin dann doch zu dem Ergebnis gekommen, dass der Zickzackstich am besten ist. Den Zickzackstich habe ich kleiner gestellt. Das ist die Nummer 25. Ich habe vorne 2,30 und hinten 2,9. Das eine ist die Länge, das andere die Weite. Das müsst ihr ausprobieren, wie es bei eurer Maschine ist. Das ist hier der kleine Zickzackstich. Ich nehme ein dunkelblaues Garn. Ich gucke mir das so aus, wo ich eine Linie finde und dann da weiternehmen kann. Zum Beispiel ging ich dann so hier rum, darum und bis unten durch. Hier wäre es auch das Ähnliche, könnte ich so machen. Hier zwischen muss ich natürlich auch nochmal wieder absetzen und vielleicht verriegeln. Hier drumherum, da nehme ich ein etwas größeres Band, was ich mir abschneide von meinem Velvet. Das kann ruhig ein bisschen größer sein. Das setze ich dann als letztes ringsherum drum. Dazu will ich noch sagen, jeder kann das auch einfach so an die Wand hängen. Muss dann aber das unterbügeln mit einer Schabrackeneinlage, einer steifen. Wenn man was aufhängen will, dann müsste man einen Schlauch hier dran nähen hinten. Dann würde das an den Seiten abstehen. Nur wenn man ein ganz steifes Schabrackenvlies dahinter macht, was es im Gardinengeschäft gibt, kann man es so nehmen. Dann kann man auch das Band ansetzen und um das Schabrackenvlies drumherum nähen. Das kann jeder machen nach Platz und Lust und Laune. Ich mache es mir aus Faulheit. Nähe ich es mir jetzt der Einfachheit halber hier drauf. Und dann überlege ich mir, ob ich noch ein kleines Motiv hier in die Ecke mache oder ob ich es noch kleiner schneide. Ich fange in der Mitte an anzusteppen, weil das auch gleich unsere Quiltlinie ist. Wir brauchen dann nichts mehr machen. Um ein Wellen zu vermeiden, weil wir ja jetzt das gleich als Quiltlinie nehmen und das Vlies drunter haben, die Wattierung, fange ich in der Mitte an, das anzunähen. Ich nähe alles so, wie es kommt, von der Mitte an. Erstmal auf die eine Seite, dann nähe ich hier, dann nähe ich von der Mitte aus auf der Seite weiter bis zum Ende. Das ist am sichersten und am Schluss, wie gesagt, nähe ich das Band an. Ich habe jetzt zu einem Teflonfuß gewechselt, weil wie bei Samt ist es auch mit Velvet. Das geht dann besser. Den habe ich mal zum Geburtstag bekommen. Ihr könnt euch immer Teile wünschen für eure Hobbys. Das verwelkt dann nicht wie Blumen. Ich habe alles jetzt mit Zickzackstich gemacht. Wenn die Nähmaschine so vibriert, geht es schon mal los. Stift hat am besten gehalten. Ich habe kurz vor der Nähmaschinennadel das immer ein bisschen festgehalten mit einem Stilett. Man darf natürlich nicht drüber nähen. Vorsichtig, dass bei einem nicht die Nadel bricht und splittert. Das ging dann gut. Zickzackstich, Breite 2,7, manchmal sogar 2,5. Man sieht es überhaupt nicht, wo man genäht hat. Man muss aufpassen, dass man alles erfasst. Ich würde aber vorschlagen, das nicht so groß zu lassen, wie ich es jetzt habe hier drumherum. Ich wollte mich ja nur vortasten. Ihr könnt es ja von mir dann abgucken, wie ihr es haben wollt. Weil es dann auch einfach zu handhaben ist, wenn es nicht so riesengroß ist wie jetzt bei mir. Wie gesagt, wer es so lassen will,
kann eine Schabrackeneinlage dahinter bügeln und dann die Kanten einfassen. Ich habe jetzt hier genommen, 2 cm breit habe ich abgeschnitten, aber auch wieder in der Schräge, weil sonst kommt man hier nicht um die Ecken. Das wird dann alles schön sauber. Vorher nähe ich mit durchsichtigem Garn wieder hier lang, im Zickzack, und mache das runter. Hier in der Mitte steht nichts mehr hoch durch das Quilten. Das ist alles hier auf der Rückseite zu sehen. Dadurch, dass ich alle kleinen Bleiverglasungen mit Zickzackstich gemacht habe, ist das Teil schon ganz fertig gequiltet und verzieht sich jetzt auch nicht mehr. Sowieso nicht so leicht, weil es ja steif hier ist, die einzelnen Teile. Das, was jetzt hier hoch steht, hat nichts zu bedeuten. Dann nehme ich wieder durchsichtiges Garn, mache einen Zickzackstich, einen kleinen, auch in 2,5. Hier unten, das will ich auch ganz schön gerade haben. Dann nehme ich einfach mein Lineal, hier bis zur äußeren geraden Seite. Guck, wie das so ist. Ziehe mir hier ungefähr bei der Linie 1/4 Inch oder 7 mm eine Linie. Ich gucke, dass das hier gerade ist. Es ist nur zur Hilfe. Ich nehme jetzt mein Rädchen oder meinen Stift. Zur Not geht es auch mit Bleistift. Ich versuche dann, das hier schön gerade zu haben. Ziehe einen Strich mit meiner Kreide. Ich nehme natürlich die Stelle, die am niedrigsten ist, hier am Stück, damit ich alles erfasse. Jetzt habe ich also durch das Lineal einen geraden Strich. Das ist ja normal, wenn man so viele Stücke aneinander setzt, dass die nicht mehr so gerade sind. Hier habe ich meine 2 cm, das lege ich dann, da setze ich da an. Das wird einfach oben drauf gesetzt. Das wird abgedeckt, was ich hier habe. Gucke, ist alles drin. Ich brauche gar nichts abschneiden. Das ist in Ordnung. Diese Abschnitte nähe ich aneinander. Das Band können wir entweder aneinander nähen, in einem 45-Grad-Winkel, wie man es sonst auch macht, so. Oder wir können es einfach aneinander legen, dass es aber ein bisschen überlappt, und dann übereinander nähen. Hier von oben mal ein bisschen kurz und dann weiter. Um hier einen guten Abstand zu bekommen und 1/4 Inch zu belegen mit unserem Band, kann ich hier mein vorgeschnittenes Teil, was wir aneinander geklebt haben, ganz schön hier am schwarzen Rand abschneiden, wenn ich nicht so einen guten Blick habe. Ich tue das hier ein bisschen zurücksetzen und kann dann hier mir das anzeichnen, dass ich auch eine schöne Rundung bekomme. Kann ich das so anzeichnen, wieder mit einem weißen Stift. Dann habe ich die Ansatzlinie für mein Band. Man kann sich immer behelfen, dann wird es alles ganz genau, wenn man sich einen kleinen Strich zieht, wenn man nicht so ein gutes Augenmaß hat. Ich entwerfe jetzt ein schmales Blatt. Ich mache das hier noch in die Ecke. Wenn ich das jetzt so ausschneiden würde, einfach rund, und das an die Wand hängen würde, dann würde das hier immer abklappen. Es ist also schwierig, sowas an die Wand zu hängen, was rund ist. Man kann es aber machen, wie gesagt, wenn man es ganz steif macht mit Schabrackeneinlage und dann einen kleinen Tunnel hier hinten hat. So, durch das Band drumherum nähen ist alles schön flach geworden. Und sieht ordentlich aus. Da das Band 2 cm breit ist, habe ich einmal an der linken Seite lang genäht mit Zickzackstich und einmal an der rechten. Den Zickzackstich habe ich in dem gleichen dunkelblau genäht, wie unser Untergrund ist und die Bänder. Dadurch sieht man noch nicht mal Stiche. Wenn ich Eckblätter entwerfen will, nehme ich ein Papier, viereckig soll es ja werden nachher. Mache mir einen Strich, Quadrat und einen rechten Winkel. Nehme dann einen Zirkel, schlage das an, dann habe ich beide Seiten gleich. Dann male ich mir ein schönes Blatt, einfach so, dass dann einigermaßen schön aussieht. Jetzt kann ich das hier, wo die Linie ist, knicken. Und durch das durchsichtige Papier kann ich das jetzt genauso auf der anderen Seite haben, spiegelverkehrt. Das könnt ihr euch für viele Sachen merken. So einfach kann man das machen. Um das besser zu sehen, male ich das schön an mit einem Stift, den ich besser sehe, der ein bisschen dick ist. Jetzt klappe ich das doppelt. Man kann das hier gut durchgucken. Und male mir jetzt die andere Seite genauso hier nach. Ich kann es ja durchsehen. Und habe dann jetzt zwei gleich schöne Blätter. Ich kann das dann mir erstmal angucken, ob es mir gefällt.
in Papier. Ich könnte das jetzt noch hier auf der Seite noch ziehen, aber man sieht es auch so. Das lege ich dann jetzt hier an und gucke, ob das das ein bisschen auflockert, diese dunkle Ecke hier. Das tut es. Das schneide ich jetzt aus und nehme wieder meinen Baker 5060. Ich schneide mir jetzt ein Blatt aus. Ich habe jetzt zwei Lagen, wovon ich beide doppelt schlage und ineinander lasse. Weil wir ja für die andere Seite auch die Blätter noch brauchen. Jetzt stecke ich das drauf, mein Blatt. Dann brauchen wir alles nur einmal ausschneiden. Jetzt schneide ich das hier aus und habe dann auch alle Blätter sowieso gleich, wie ich es haben möchte. Jetzt schneide ich auch die Mitte durch. Jetzt habe ich also zwei verschiedene Seiten. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, wie kriege ich noch ein bisschen Helles dran. Ich habe das jetzt beschnitten auf 52 cm mal 89 cm. Das heißt, hier drumherum habe ich an der Seite bis zum Bunten gelassen 8 cm. Hier unten auch 8 cm. Und hier oben habe ich ein bisschen mehr gelassen. Das wäre von der Mitte aus 11 cm. Was entspricht 3 Inch, 3 Inch, 3 Inch, 4 Inch. Ich fange an der langen Seite an. Dann wird die ein bisschen länger, die Seite, wenn ich das ansetze, und sieht harmonischer aus. Um das ganz toll hinzukriegen, dass alles ganz toll gerade wird, streiche ich mir das an bei 3 Viertel Inch. Jetzt lege ich mein Band einfach an den Kreidestrich. Lass es ein bisschen überlappen für alle Fälle. Ich schneide mir jetzt ein kleines Stück ab, das 3 Achtel Inch ist. Das wäre dann wieder ungefähr 1 cm. Das nähe ich in der Mitte an. Dann gucke ich, wo ich noch eins haben möchte. Das möchte ich dann hier haben. Das messe ich mir aus. Ich gehe wieder von der Mitte aus, ziehe mir einen Strich. Dann nähe ich auch wieder ein kleines Bändchen auf. 8,5. Ich habe 2,5 Inch genommen, was ungefähr 6,5 cm sind. Markiere mir die Mitte. Ich markiere mir den Streifen in der Mitte mit einem Bleistift. Dann lege ich mir ein Stückchen drauf, 3 Achtel Inch, 1 cm. Das nähe ich dann erstmal an, die Streifen. Zur Markierung lege ich eine Lineal an und fahre mit dem Kreiderädchen lang. Das ist jetzt meine Ansatzlinie für meinen Streifen. Jetzt markiere ich mir meine Mitte und setze meinen Streifen. Den Streifen kann ich mir jetzt anstecken. Bevor ich den Streifen aber annähe, setze ich meinen Tunnel zum Aufhängen hinten an. Die Enden schlage ich zweimal um. Den Streif klappe ich zusammen, links auf links, und bügel ihn an der Kante hier unten und stecke ihn jetzt hier oben fest mittig. Der ist diesmal extra länger als sonst, weil wir das nachher noch abschneiden. Ich brauche jetzt nicht hier oben lang zu nähen, sondern mache das in eine mit meiner Borte, die ich annähe. Ich nähe jetzt mit dem Viertel-Inch-Fuß oder 7 mm Fuß hier lang. Dann habe ich den Abstand genau richtig. Unseren gefalteten Streifen klipse ich fest mit kleinen Clips und hier nadel ich ihn auch noch an. Jetzt lege ich meinen Streifen mit der linken Seite nach oben an meine Mittelmarkierung und nehme den Obertransporteurfuß, den wandernden Fuß. Das geht dann besser. Wer keinen Viertel-Inch-Fuß hat oder einen wandernden Fuß, kann sich hier das anzeichnen, die 7 mm oder den Viertel-Inch, auf diesem Streifen und schön feststecken. Das obere Band ist jetzt angenäht und dadurch, dass ich hier 3 Viertel-Inch frei habe, habe ich jetzt 1 Inch hier. Jetzt bügel ich das Band nach hinten und klappe es um und hätte dann 3 cm ungefähr oder 1 Inch. Das machen wir aber noch nicht. Ich bügel das zwar, mache dann auch erst mein unteres Band dran. In diesem Fall kann man auch kleine Stücke nehmen und das genauso machen. Das mit dem Zickzack ging nicht so gut. Ich nehme jetzt Geradstich links und rechts vom Band. Ich habe das kurz gebügelt, natürlich nicht zu heiß wegen dem Velvet. Jetzt sehen wir ja hier, dass unser Schlauch hier oben viel zu lang ist. Das haben wir nur gemacht, damit wir eine Ansatzlinie hatten. Den kann ich jetzt zurückschneiden, und zwar auf 1 cm oder noch weniger. Ich muss aber aufpassen, dass ich natürlich nicht in mein Oberteil schneide. Jetzt kommt mein Seitenteil. Ich
Ich lege das an und schneide das ein bisschen größer ab. Das geht einfach mit der Schere so, weil das ja noch nachher begradigt wird. Da ist ja jetzt keine Bleiverglasung drauf. Ich überlege mir jetzt, wie viel ich hier mache. Ich brauche mich nicht um die Seiten kümmern. Das kann ich nachher abschneiden, wenn die ein bisschen überstehen. Überstehen ist immer gut. Ich lege das an bei 3/4 Inch und ziehe mir wie üblich eine Linie. Die Linie ziehe ich auf meinem anderen Stoff auch. Da nehme ich dann einen Bleistift, das sieht man ja gar nicht sonst. Und hier auch. Das ist dann wieder meine Ansatzlinie für den Seitenstreifen. Erst muss ich natürlich meine Bleiverglasung draufkleben. Ich nehme dann auch wieder 3 Stücke. Erst klebe ich meine Mitte auf. Hier habe ich jetzt die äußere Seite markiert, klebe das da dran. Jetzt kontrolliere ich nochmal. Ja, jetzt gefällt es mir besser. Dann mache ich das so. Hier zwischen sind 9 Inch. Lege das hier so an meine Linie und nähe es. Diesmal habe ich den Streifen gleich 1/4 Inch oder 7 mm hier oben umgebügelt und kann den jetzt gleich hier ansetzen. Hier ist meine Markierung, hier ist die Mitte von meinem Streifen, gucke ich nochmal runter, setze das an und kann dann das einfach hier drüber annähen. Das nähe ich jetzt an meiner Markierung, lege ich es an, klappiere das natürlich auf von dem unteren, was ich eingebügelt hatte. Also ich klappe das ganz auseinander und nähe hier lang mit 1/4 Inch. Wir schneiden erstmal den überschüssigen Stoff ab, aber nur an unserer Einfassung natürlich. Schlagen jetzt die eine Seite nach hinten, klippen sie fest oder annadeln. Jetzt nehmen wir die andere Seite, klappen die auch hoch. Jetzt passen wir aber auf, dass es nicht nach vorne drüber hängt. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt eine Briefecke zu machen, weil man das hinterher nicht mehr sieht. Hier ist unsere Aufhängung. Jetzt seht ihr, warum das etwas vom Rand weggeht. Hier sind es 4 cm, damit das jetzt nicht aus Versehen zugenäht wird, wenn wir die Seiten hochklappen. Mit dieser etwas breiteren Einfassung als sonst, die meistens ja nur 1 cm ist, sieht unser Wandbehang viel schöner aus. Und heller und freundlicher. Das nähe ich jetzt mit der Hand hinten an. Hier kommen dann noch schwarze Perlchen drauf als Augen. Und vielleicht mache ich noch ein paar Perlchen auf die Flügel. Diese kleinen Roncalli-Perlen. Wer will, kann auch hier noch ein paar Perlchen drauf machen. Entweder in schwarz oder glänzend wie Sterne. Dann sind wir schon fertig. Viel Spaß! Viel Spaß! Thank you.
Dies ist ein Video von einem Laien für Laien.